herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe Le Tour de France mit und von Zalando 7 Games. Und in dieser achten Etappe geht es zur Station de Russet. Und das wird ein Hammer, eine Hammer-Etappe. Schaut euch das an, wie viele Berge da sind. Jetzt werden wir hier das erste Mal richtig auf die Probe gestellt. Wir haben einen Berg der dritten Kategorie, zwei der zweiten, einen der vierten und einen der ersten Kategorie. Und am Ende, ja, wird es höchstwahrscheinlich kein Massensprint sein. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, was wir unten rechts hier haben. So, das unebene Gelände könnte die Fahrer vielleicht sich über Außenseiten abzusetzen, doch ein Sieg erfordert Puncher-Qualitäten. Das Ende des letzten Anstiegs ist schmal. Die Positionierung könnte entscheidend sein, um Angriffe abzuwehren. Hügelige Etappen sind problematisch für die Favoriten der gesamten Wertung, da sie schwer zu prognostizieren sind. Und wenn es uns nicht gelingt, früh auszureißen, stehen die Chancen für eine Top-10-Platzierung eher schlecht. Okay. Ja, wir müssen schauen. Ich denke, dass auch das auf jeden Fall ein Mittel sein muss, den Konrad da nach vorne zu schmeißen, dass er dann direkt in der Ausreißergruppe da um die ersten Bergpunkte mitfährt. Naja, aber schauen wir mal, was genau wir erreichen können. Die Favoriten sind Valverde, Daniel Martin und Kwiatkowski. Mal schauen, wer es am Ende wird. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Etappe. So, Maika, werden Sie die Etappe der ersten 20 Fahrer, König auch. Erzielen Sie in der Bergwertung mindestens 6 Punkte. Verteidigen Sie das grüne Trikot und nehmen Sie einen Ausreißversuch da. Also wir werden hier auf jeden Fall mit Konrad versuchen, schnell rauszukommen. Wenn man auf jeden Fall bei den Bergen in einer Ausreißergruppe ist und dort die Punkte dann auch einholen kann. Von daher starten wir einfach direkt auch mit Konrad in die Etappe. Greetings, ladies and gentlemen. Predictions are wide open for this stage, entirely ridden through the roads of the Jura. If the terrain immediately excludes the sprinters from any hope of a stage win, it is not selective enough to be certain that the general classification will go on the offensive. It's up to the Baroudeurs to see that we direct auf Ausreißer Attacken reagieren können. Und da gehen wir natürlich direkt mit hier, wenn Vöckler rausbrischt. So, aber zu zweit ist das natürlich sehr, sehr anstrengend. Lieber wäre es mir, wenn es eine Gruppe mit mehreren Leuten wäre. Denn dann könnte man auch ein paar Körner sparen und vor allem auch dann für die nächsten Berge noch genügend Luft zu haben. Aber es scheint so, als könnten wir uns hier einen Abstand rausfahren. Da kommt noch ein weiterer Angriff. Navarro fährt da raus. Oh, 7 Leute. Wenn wir die jetzt nochmal rausfahren könnten, das wäre natürlich schon schöner. Mal schauen, wer alles dabei ist. Amador, Kalmeyang, Navarro, Dombrovski, Jenasson, Ulissi und Martin sind dabei in der zweiten Gruppe. Ich will ja auch, dass die anderen aufschließen, deswegen gebe ich hier kein Gas, Chef. Aber da geht die nächste Gruppe raus. Eieiei, das ist ja jetzt schon einiges los hier. Bennett, Anton und Tamaré und Voichelin auf der ist der ein Einzelkämpfer. If he wants to take points for the polka dot jersey, he must break away. So, sehr gut. Damit ist die Gruppe jetzt aufgeschlossen.
So, und jetzt kann man auch ein bisschen vorspulen. Klar, mit Gegner kooperieren, so. Okay, dann spulen wir jetzt erstmal vor hier. Machen wir 5 Kilometer bis vor der Bergpreiswertung. He has notably been world time trial champion on 4 occasions. His powerful style has earned him the nickname of Panzer. Okay. Der Angriff war schon mal nix. Können wir easy abwehren. Wie es aussieht, schaffen noch 4 weitere aufzuschließen. Das heißt, wir sind jetzt schon 13 Leute hier in der Ausreißergruppe. Das haben wir schon eigentlich schon zu viel. So. Jetzt geht es um 2 Punkte am Ende. Bei dieser Bergwertung, die wollen wir uns natürlich schnappen. Kilometer sind es jetzt noch bis nach oben. He's a Nexon's puncher who also knows how to climb in the mountains. On the other hand, it's better for him that he finishes alone because his capabilities as a sprinter really are limited. Na, jetzt müssen wir aber auch aufpassen, dass da keiner rausbricht hier frühzeitig und uns noch die Punkte stiehlt. Das wollen wir natürlich nicht. Halten uns hier uns noch ganz gut zurück. Noch sind es 2 Kilometer. Vöckler hat auch 3 Punkte, also wird wahrscheinlich ein Kampf zwischen Vöckler und mir. Gehe ich mal von aus. Bleib dran, Junge, bleib dran. Bleib dran. Komm, komm, komm. Oh. Das war aber ein Kampf. Mann, Mann, Mann. Ach, aber egal, wir haben es geschafft. 2 Punkte haben wir uns geholt. Und haben damit jetzt insgesamt 5 Punkte in der Bergwertung. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Und ja, jetzt wird es oft hoch und runter gehen. Aber wir spulen hier jetzt schon direkt zur nächsten Bergwertung vor. Und direkt das Loch zu Vöckler. Den lassen wir auf keinen Fall hier fahren. Ja, damit hat sich auch der Ausreißversuch erledigt. Jetzt kommt der nächste von Amador. Aber auch da sind wir eigentlich gut dran. Der sollte auch nicht funktionieren. Ja. Es geht wieder da einer raus. Da setze ich jetzt mal nach hier. Ja, Vöckler. Ah, das sind ja jetzt hier Kämpfe. Mann, Mann, Mann. Moment to relax.
Mann, sind das hier Kämpfe hier vorne. Jetzt beruhigt euch mal und lasst mal vernünftig zusammenarbeiten. Mensch. Müssen wir jetzt ganz genau aufpassen, nicht, dass wir den Anschluss verlieren. Dann so ein kleines Grüppchen rausfährt und wir dann hinten drin hängen. Dann nicht mehr drankommen. Na, vielleicht ist das hier gar nicht so eine schlechte Gruppe. Ja. Soll ich mal mit denen mal ein bisschen nach vorne zu fahren. Aber auch die haben jetzt schon rausgenommen. Ah, diese Dreiergruppe wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. So, wir spulen jetzt mal ein bisschen vor und hoffen, dass sich das ein wenig beruhigt mit den Angriffen. So, und weiter jetzt nach vorne. Wir haben schon einen abgeschüttelt, Feucherlen, der kommt nicht mehr hinterher hier. Aber hier mit denen sind wir immer noch in harten Kämpfen. War denn jetzt hier ein Angriff? Das war doch kein Angriff. Ah, jetzt arbeiten wir endlich wieder zusammen. Ja, jeder hat gemerkt, keiner kommt hier weg. Dann arbeiten wir jetzt wieder hier ein bisschen mehr zusammen. So, weiter geht's hier. 7 Kilometer, ich glaube, wir können noch ein bisschen weiter nach vorne spulen. Bis auf 4 Kilometer. Your breakaway companions look like they want to up the pace. Und dann nehmen wir uns ein bisschen von dem blauen Zeug hier rein. Wenn wir auch ja gute Fitness haben hier. Auch am Schluss des Berges. Noch sind es 3 Kilometer bis nach oben. 5 Punkte gibt es. Wenn wir hier die 5 Punkte schaffen zu holen, dann sind wir mit zusammenführender. Dann fehlt uns nur noch 1 Punkt, um am Ende das Bergtrikot aufzuerhalten. Aber das wird natürlich ein harter Kampf jetzt hier nach oben hin. So, noch 2 Kilometer. Navarro führt uns jetzt an. Ich gönne mir noch was zu essen. Die Fitness ein bisschen steigt. Verpflegung gibt es eh gleich. Von daher. Und dann gleich bei 1 Kilometer kann man wieder rausgehen aus dem Sitz. Mal antreten. Aber ich gehe mal davon aus, dass irgendein anderer das auch tun wird. Ich es mir schon gedacht habe. Oh. Komm, nein, schaffen wir nicht mehr. Ach, da fehlte uns die Power am Ende. Mann. Ah, schade.
Oh, was war denn? Junge, hängt doch. Da vier gedrückt. Ja, nur 2 Punkte gut. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Die 5 Punkte hätten wir schon gebraucht. 2 Punkte ist dann doch ein bisschen wenig. Ach, schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Nun gut. Oben bei uns, sonst ansonsten haben wir auch keinen verloren, hoffe ich, von unseren Leuten. Sieht gut aus. So, dann können wir hier natürlich auch wieder erstmal vorspulen. Verpflegung interessiert uns eh erstmal nicht. Sprint können wir bis zum Sprint einmal vorspulen. Bin gar nicht sicher, ob es überhaupt noch Punkte gibt für das Peloton beim Sprint, aber wir schauen einfach mal. Ah, 3 Punkte gibt es noch für das Peloton. Um Sagan, da werden wir natürlich mit sprinten. Hier ist es ja, glaube ich, egal. 20 Punkte Martin, 21 Punkte, ja, aber der wird keine Gefahr darstellen. Deswegen fahren wir hier einfach gemeinsam durch. 9 Punkte gibt es für Konrad. Auch nicht schlecht. Aber hier wechseln wir auch einmal kurz zu Sagan. Dann natürlich die Punkte zu bekommen. Gehen natürlich mit nach vorne. Gibt es denn überhaupt noch genügend oder einige Sprint-Profis, die mitsprinten könnten? Wir ziehen jetzt einfach hier raus, gehen auf Nummer sicher. Oh, da ist doch nur einer. Scheiße! Ich dachte, da wäre keiner. Nein! Gabelrick! Ah, wo kam der denn auf einmal her? Ich habe schon rausgenommen, weil ich dachte, okay, es sprint keiner mit. Und dann kommt auf einmal so ein Gabelrick um die Ecke. Mann, Mann, Mann! Da hat er mich überrascht. Eieiei. Aber den einen Punkt können wir verkraften. Guten Gewissens. Dann springen wir wieder auch zu Konrad nach vorne und versuchen dann noch am Berg der zweiten Kategorie noch was zu erobern. Ah, da ist die Gruppe ja auch schon gleich. The next King of the Mountains Summit will bring 5 points to the rider who is first over the top. 4 Kilometer, ja, da können wir auch noch ein bisschen vorspulen. Bis auf 3 Kilometer, gehen wir dann nochmal nach vorne. Belushi ist musste abreißen lassen, aber davon konnte man ausgehen. So, hier wollen wir uns auf jeden Fall die Punkte holen. Nochmal kurz verpflegen. So, sehr gut. Und dann versuchen wir schon kurz vor 1 Kilometer schon loszusprinten. Dann zwischendurch kurz pausieren, Nahrung zu sich zu nehmen, um dann nochmal hochzusprinten. Denn hier gibt es auch wieder 5 Punkte. Und ja, hier müssen wir mindestens 3 Punkte machen, um nach vorne zu kommen, um vielleicht ins Bergwertungstrikot zu kommen. ...1,4 Sekunden. So, und jetzt ziehen wir raus hier. So, und jetzt fangen wir zu essen, um Energie aufzufüllen. Nein, falscher Knopf. Nein, verdammt, nur ein Punkt. Ach, Mann. Ach, Konrad ist aber auch schon richtig platt. Verdammt. Ach, Mann, Mann, Mann. Bitter, bitter ist sowas. Einfach bitter.
Aber das Peloton ist auch schon fast dran. 1,35 nur noch hinten. Also kann sein, dass es beim nächsten Berg schon zum Zusammenschluss kommt. Aber uns fehlen einfach nur Punkte. Mann, Mann, Mann. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir müssten eigentlich am 4. auch noch. Ach, da hat das war ganz schlecht jetzt gerade eben. Na, ah, hätte ich. Ich habe auch gedacht, dass die Kraft noch ein bisschen länger hält. So, wir spulen noch ein bisschen mehr vor. Ah, Tony Martin ist auch ein Tier hier vorne. So, es müssten einige abreißen lassen. Oh, König hat auch schon abreißen lassen. Das ist nicht gut. Bartra. Bartra ist auch mit dabei. Bennett, Bodnar, Feluchi. Da sind aber einige hier schon am Abreißen. Hier haben wir noch Sagan ist mit dabei. Sagan ist der Hammer. Maika ist noch mit dabei. Buchmann sind auch noch mit dabei. Also da hoffe ich vor allem, Maika muss bis zum Ende dranbleiben. Und Sagan unterstützt Maika. Okay, sehr gut. Dann spulen wir jetzt nochmal ein bisschen vor. 5 Kilometer. Bis es gleich ein bisschen in die Abfahrt geht. So. Schauen, wie sich's verhält. Immer noch 1,29. Okay, up. Das heißt, sollten zusammen. Oder wenn die Bergwertung. Noch ohne den Zusammenschluss erreichen. Das heißt, hier den 4. Berg werden wir noch zusammen erreichen. Schlimm natürlich am Ende noch ein ganz steiler Aufstieg zur Kategorie des 1. Berges. Da wird uns einfach auch die Kraft fehlen und ja, da werden wir wohl keine Punkte mehr holen können. Das wird wohl so sein. So, jetzt müssen wir uns langsam auch ein bisschen nach vorne arbeiten. Gleich sind wir an der 1 Kilometer Marke. Komm, zieh, Junge, zieh! Zieh, du hast noch Energie, zieh. Ach, Bennett, Alter, ist der stark, dieser Bennett. Das gibt's doch nicht. Mann, Alter, wie viel Kraft hat der denn? Ach. Ja, bis zum Ende durchgezogen, krass. Bennett, Junge. Mach mich doch nicht so fertig. So, da wird das jetzt wahrscheinlich spätestens beim Anstieg des nächsten Berges zum Zusammenschluss kommen. Wir spulen jetzt mal hier zum Anfang des Anstiegs, sagen wir 8 Kilometer, 9 Kilometer vor. Oh. Konrad hatte gerade eben einen Einbruch, einen kurzen, aber hat sich wieder erholt und ist auch wieder dran gekommen. Okay, jetzt sind wir am Comte de l'Alpes. Ganz genau. Da sind wir jetzt. Ja. Und da lassen wir uns jetzt hier schön Zeit. Wir werden eh nicht bis nach oben kommen. Da werden es wahrscheinlich nur die Spitzenfahrer schaffen. Deswegen spulen wir hier noch ein bisschen weiter vor. So. Jetzt müssen wir kurz hier checken, was hier überhaupt los ist. Also vorne ist Amador noch. Da hinten sind noch 7 Fahrer aus der ehemaligen Spitzengruppe. Davor ist Navarro, davor ist Vöckler und dann ist hier das große Peloton. Wir wechseln jetzt auf Maika rüber. Und da soll Konrad noch Maika ein bisschen schützen. Konrad wird jetzt noch ein bisschen Arbeit fürs Team leisten und dann kann er gleich ablassen. Obwohl, vielleicht soll nur Konrad doch nicht dafür. Verwenden, vielleicht kann er doch noch ein paar Punkte am Ende holen. Schauen wir einfach mal. Understood. I'll take it easy, what
whatever happens. So. Wir hängen uns ans Rad von Daniel Martin. Wir haben fast 2 Minuten Rückstand, also kann sein, dass wirklich die Achtergruppe da durchkommt. Krass. So, hängen uns jetzt ans Rad von Christopher Froome. Towards the polka dot jersey. There will be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point to be gained. So, die Ausreißergruppe sind jetzt wohl 5 Kilometer entfernt. Oh. Da wird angezogen, wir versuchen dran zu bleiben. Okay, wenn wir am Rad von Christopher Froome dran bleiben, machen wir einiges richtig. Der wird die mit Sicherheit nicht einfach so nach vorne fahren lassen. Uns noch mal ein bisschen Energie hier. Das sollten wir auch hier mit Buchmann mal machen. War ja klar, dass er das nicht macht. Dann gönn dir blaues Gel. Dann wechseln wir einmal zu Buchmann. Versucht da wieder auch dran zu kommen. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Konrad wird es wohl nicht schaffen. Mal schauen da hin. Ja, Konrad ist schon 3,20 weg. Ja, schon. Der hat keine Kraft mehr. Der ist fertig. Wechseln wir wieder zu Maika hier. Wir sind noch 3,4 Kilometer vor Spitz von der Bergwertung weg. Von der Spitze des Berges. Der Fitness her sehen wir noch ganz okay aus. Also ich denke, wir sollten mit der größten Gruppe hier nach oben schaffen, hochzukommen. First over the King of the Mountain summit does not mean, however, that victory is assured. The road linking the top to the finishing line has several false flats that could cause blow-ups. Oh, yeah. Hier wird die Straße eng. Wie vorgesagt. Eine Minute 44 Rückstand, also kann gut möglich sein, dass die Ausreißer es wirklich schaffen, den Sieg zu holen. Mit so einem Vorsprung über den Berg, dann werden wir nach dem Berg die nicht mehr einholen können. Also die sollten es schaffen, durchzukommen. Ist halt die Frage, ob wir einen Angriff versuchen oder uns auch zurückhalten. Ich glaube, wir können es einfach mal probieren. Jetzt hier 1 Kilometer vom Ende. Ja. Watch out, he's going on the attack. Oh, Christopher Froome setzt auch eine Attacke. Wir haben jetzt circa 20 Sekunden Vorsprung. Jetzt will ich mich hier am liebsten ans Rad von Tony Martin hängen. So, das haben wir geschafft.
10 kilometers left and one man is alone at the head of the race. Tony Martin als Zeitfahrer könnte vielleicht hier, aber der gibt zu wenig Gas. Deswegen geben wir mal ein bisschen Gas und versuchen ihn noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Ja, schön, mein Freund. Mich nur noch anschließen an die beiden da. Na komm, jetzt komme ich aber dran, oder? Mensch, Leute, wartet doch auf mich. Ja. Nein, nicht, oh, ich bin doch jetzt dran. Ach, ey. Sekunde vorher. Oh, Christopher Froome. Nächstes Mal. Na, wir sind down. Also der Ausreißversuch hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht noch zu viel Kraft verlieren. Wir müssen ein Hinterrad erwischen. Kilometer. Ah, jetzt verlieren wir, aber jetzt verlieren wir. Ah. Ach, schon wieder. Ah, müssen wir jetzt uns irgendwie durchkämpfen. Müssen wir jetzt hier. Okay, ich dachte, das wird funktionieren, aber es hat auch nicht wirklich funktioniert. Ja, da haben wir wahrscheinlich zu viel riskiert. Da haben wir zu viel riskiert. Nochmal anziehen hier, damit wir nicht zu viele Sekunden verlieren. Ah, der Einbruch war logisch. Mit Ulissi durchs Ziel. Ach, das ist ärgerlich. Das ärgert mich schon ein bisschen. Buchmann hat es auch geschafft. Also Buchmann ist mit der Gruppe vorne reingekommen. Erstaunlich, erstaunlich. Ja, der Angriff war. Ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende noch so hart wird und dass die nochmal so richtig Gas geben. Also da habe ich mich ein bisschen verschätzt und dadurch alle Körner von Maika, weil ich da unbedingt an die zwei Leute drankommen wollte. Und als ich dann dran war, ist Maika eingebrochen. Mann, Mann, Mann. Ansonsten ja, gibt es noch irgendeinen, den wir noch begleiten könnten. Konrad bringt eh nichts, Sagan auch nichts. Ja, können wir abschließen die Etappe. Mann, Mann, Mann. Ja, McLaren mal wieder der letzte Fahrer, wie immer. Noch 10 Kilometer vor sich, noch 5 Kilometer, noch 4, noch 1 und da ist er drin. Wir hatten jetzt eigentlich die Etappe gewonnen, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. He's amongst the leading riders this year. Wir haben auf jeden Fall das grüne Trikot mit Sagan verteidigt. Hat Konrad jetzt Bergwertungstrikot gewonnen? Nein. Okay. Ach, Richie Porte hat gewonnen. Vor Bardet und Nibali. Erstaunlich. Quintana auf 4, dann Froome, Dumoulin. Kruijswijk. Na, wie viele Sekunden haben wir verloren? Buchmann hat 53 Sekunden. Der war auch nicht vorne mit dabei.
Hat 53 Sekunden verloren. Da Toni Martin, an dem waren wir dran. Wir hätten da mit ihm zusammenfahren sollen und nicht noch weiter versuchen sollen, nach vorne zu kommen. Dann wären wir auch ungefähr da gelandet. 1,42. Oh, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. 1,42. Eieiei. Aber immerhin haben wir es jetzt gelernt, wie man, wann man noch Attacke geben sollte und wann nicht. Und wenn wirklich nichts von dem Blauen mehr da ist, dann sollte man auch wirklich zurücknehmen. Ansonsten ist das nicht von Erfolg gekrönt. Ach, das ärgert mich jetzt schon. Bei der Bergwertung hat Konrad insgesamt 5 Punkte geholt. Wird nicht reichen. Oder hat man ja gesehen, hat nicht gereicht. Und das, da ist auch nicht viel passiert. Buch, erfreulicherweise ist Buchmann in der Nachwuchsetappe 1,27 verjüngelt reingekommen vor Alaphilippe. Könnte sein, dass, ach nee, er hat ja das auch noch nicht umgeschnallt bekommen. Also mal schauen, wie viel er jetzt Rückstand hat. Das dürfte aber nicht mehr viel sein. Ich glaube nur noch 20 Sekunden oder so. Schauen wir gleich mal nach. Und ja, das sehen wir uns jetzt an. Dumoulin noch weiterhin vorne vor Nibali, Christopher Froome, Richie Porte ist jetzt näher dran gekommen, Quintana, Pinot, Bardet. Wir haben leider 3 Plätze verloren, sind jetzt 10. mit 3,08 Rückstand. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Buchmann hat einen Rückstand von 6,06. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Was heißt denn hier Zü? Was ist denn Zü? Aufgegeben oder was? Naja, egal. Bergtrikot, 11 Punkte Anton jetzt vorne vor Dumoulin. Tarame. Und wir sind mit Konrad leider nur 5. Punktewertung Sagan, 202 Punkte, da haben wir noch genügend Punkte Vorsprung, 65. Und hier wird es spannend, Buchmann jetzt nur noch 30 Sekunden hinter Jungelt zurück. Also da kann sich auf jeden Fall Buchmann vielleicht noch was erhoffen. Und ja, Teamwertung sind wir zurückgefallen auf Platz 4. Und Kampfgeist ist ja auch so eine Sache. So, und das war jetzt die 8. Etappe der Tour de France und wir sehen uns dann in der 9. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Leider haben wir nicht alles erreicht, was wir wollten, aber es war ein spannendes Rennen und dann sehen wir uns in der 9. Etappe. Bis dann. Tschüss.